Was ist hier Hilfe, los? Hilfe, nein, ich tue ihn nichts. Ich tue ihn nichts, ich tue ihn nichts. Ich höre Schüsse. Alter, der trifft mich nicht. Er schießt auf mich. Wer schießt denn hier? Ich werde erschossen, die Cops haben mich gefunden und ich muss dem entkommen. Der ballert auf mich drauf. Nein, der hat mich erkillt, wer erwischt. Sarazar ist tot. Sarazar wurde getasert. Ich bin getasert worden. Hilfe, Hilfe. Dieses verdammte Nazi-Geschehen. Oh mein Gott. Ich habe einen Fehler. Ja, ab und zu mal, aber eben gerade kam nichts an hier. Warte mal. Ja. Okay, weil hier nie eine Antwort. Wenn ich was deine. Ja, tut mir leid, ich hab über Direct. Ich will jetzt mein Geld zurück hier. Was? Was für ein ja, Geld? Ja, ich habe ein Random Deathmatch gemacht. Es tut mir leid. Das ich gebe auch zu, gerne. Ich gestehe, aber ich wollte meinen Freund Gronkh befreien, den ihr einfach so festgenommen habt. Alter, ich bin zu blöd. Ihr könnt die letzte Folge sehen. Ich war ein für die Freiheit. Braveheart! Alter, PlayNation läuft ja nur mit der Knarre rum. Ja, ich krieg die nicht weg. Frei? Wie packe ich sie denn wartet ein? Mal ganz kurz, wartet mal eine Sekunde bitte. Frag doch mal auf Voice Chat. Der richtet gerade über mich. Oh. Ich habe einen Polizisten geschossen, wirft er mir vor. Die Waffe wird mir entzogen. Wenn du mal bist, knallst du ihn ab, Alter. Mach ich doch sofort. Wie einknickt! Der droht mir, wenn ich die Waffe nicht droppe, muss ich jetzt muss er andere Maßnahmen ergreifen. Weil mal schießen ab, Alter. Knall den doch einfach weg. Ich kann das nicht bezahlen, leider, aber ich würde mal sagen, Pay-Ticket. Ja. Komm mal wieder runter. Hab ich bezahlt. Ach, du musst nur $1000 zahlen, ich musste 2000 zahlen, das ist ja lieb. Du schießt auf den Bullen, ich mach gar nichts, weißt du, und ich muss doppelt so viel zahlen. Ja gut, ey, so kommen wir aus der Nummer raus. Ivan, so, und jetzt schieße ich den in den Kopf. Wegpacken. Moment, Moment, einen Moment. Ich muss das erstmal kapieren hier gerade. Ich habe keinen Rucksack oder so, ne? Will die nicht die ganze Zeit in der Hand haben. Wie kriege ich die weg? Wie kriege ich die weg? Könnt ihr die vielleicht für mich aufbewahren? Warte mal, warte kurz. So als, diese schöne Waffe, die ich einem eurer, dieser toten Drogenbarone gestohlen habe. Ich meine, es war ja was für die Stadt, ich habe ja nur was Gutes getan. Ne? Also als das Auto explodiert ist und ihm seine Waffe weggenommen hat. Okay, Moment. Die Lage hat sich zum Glück wieder ein bisschen entspannt. Alter, hier ist die ganze Zeit, ihr quatscht mich die ganze Zeit voll. Genau. Und wenn du die Bank wird ausgeraubt. Manchmal ist das Aufheben. Oh, die Bank wird ausgeraubt. Ha, das ist super, die Bank wird ausgeraubt. Und plötzlich lassen sie mich in Ruhe. Brauchst du den Rucksack wieder? Alter, ich renne hinter dem her, ich beobachte das. Wenn der abkackt, schnapp ich mir alle seine Waffen. Warte, sag mal ganz kurz ruhig. Ich bin hier mit dem Ivan am Reden. Moment. Oh, sorry. Nochmal? Brauchst du den Rucksack wieder? Nee, brauche ich nicht wieder. Alles gut. Ich bin hier mit zwei Kopf unterwegs. Super Start hingelegt. So, wie kann man denn jetzt Geld verdienen? Das würde mich mal interessieren. Wie kann man in die Autos einsteigen? Ja, mittlere Maus hast du. Aber manchmal sind die abgeschlossen, dann kannst du nicht einsteigen. Die müssen ja, wir haben in Panik reagiert, als die Schießerei losging. Da ist der Dennis, der hat ein sehr leichtes Nervenkostüm, der ist gleich losgefahren. Alter, also die haben mich abgestraft. Find's aber cool, dass sie mich nicht direkt erschossen haben, dass sie mich erstmal getasert haben, festgenommen. Warte mal. Krass ist das. Das wäre natürlich super, aber dein Auto ist einfach verschwunden, als wir von der Polizei angehalten wurden. Da war es einfach weg. Ja, das haben die Leute. Aber bei dem Let's Play musst du dir, glaube ich, echt alle Perspektiven reinziehen, weil so viel hin und her abgeht und mit Gequatsche und so. Vor allem quatschen die alle durcheinander, ne? Ja. Vorhin bin ich jetzt gerade hier mit den Cops unterwegs und du ganz woanders, weißt du? Dann sehen wir gleich nochmal eine Polizei. Aber ich kann ja auch nicht jetzt einfach weggehen. So, alle Mann, die eine Tour haben wollen, mitkommen. Okay, wir kriegen noch eine Tour von Even. Nö, ihr könnt mich vorschicken, ich mach gerne den Lockvogel. Ich krieg grad eine Admin-Message, dass es sich um einen RP-Server handelt. Der sagt, ich kann jetzt nicht mit denen gehen, weißt du? Weil die einen Bankraub jetzt haben und das ist ein Bankraub, die wollen den verteidigen, ich geh trotzdem mit. Ja, ich warte hier vorne. Also bist du auch beim Ivan? Halt gedrückt halte. Wer ist denn das? Die anderen laufen jetzt irgendwo. Pechvogel, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Wo bist du? Was ist mit der Schranke hier los? Hallo? Schranke? Ich möchte nicht überfahren werden. Ich wurde überfahren. Was, echt? Da vorne geht's ab. Da ist echt ein Bankraub, da sind die Cops. Alter, die sind da überall und ich muss mich verstecken. Die nehmen da gerade die Bank unter die Lupe. Krass, da haben irgendwelche Gangster, auch andere Spieler, eine Bank überfallen. Und jetzt sorgen die Cops wiederum Spieler dafür, dass die Bank gesichert wird. Ich find's geil. Cool. Ist mir zu... Ich bin Journalist, ich bin von der Presse. Entschuldigen Sie bitte, ich bin von der Presse. Geradeaus. Also ist ein Wo seid ihr denn? Ja, ich bin im Auto mit dem Wir sind ein Helikopter, Alter. Da
Da vorne ist der Korb. Könnt ihr den mitnehmen? Fahrt ihr mir gerade entgegen? Ja, der Wagen hier. Ich, okay. Ich bin von der Presse. Fahr uns mal bitte seid ihr denn auf der Bank, die gerade ausgeraubt wird. Zu der Bank, die gerade ausgeraubt wird. Boah, mega geil, Alter. Wo ist denn diese Bank auf der Bank? Wo wollt ihr denn hin? Nee, die fliegen ja mit dem Helikopter dahin, glaube ich. Die Bank ist leider nicht da, aber es ist echt heftig. Fliegen gerade alle mit dem Helikopter los. Alter Schwede. Und wo bist du auf der Map? Was ist denn euer Ziel? Alter, Moment. Geil, Oma. Hier wird wohl gerade eine Bank ausgeraubt, aber wir wissen leider nicht, welche das ist, aber das wäre super spannend. Krankenhaus, Waffenhändler, Fischmarkt, Geldautomat, Polizei, Hauptquartier. Da muss da wahrscheinlich sein, oder? Walle? Na los, fahr mal vor, LKW. Ich habe keine Ahnung, leider. Ich bin gerade, die sind hier in den Helikopter. Ey, ich kann auch in den Helikopter einsteigen. Ich bin auch Kriegsberichterstatter, oder? Der Sarazza ist bei einem Helikopter. Ja, ich bin auf so einem Helikopterfeld. Ich habe keinen Plan, Leute. Bestimmt Polizeihauptquartier. Der fliegt einfach ohne mich weg. Das ist aber nicht nett. Ich bin doch von der Presse. Das sagen wir jetzt einfach immer. Wenn die Leute uns fragen, sagen wir einfach, wir sind von der Presse. Das passt doch. Kannst du uns mal irgendwo hinbringen, wo wir Geld verdienen? Alter, hier steht ein Polizeiwagen. Vielleicht kann ich den klauen. Ich bin ja nur von der Presse. Die haben mich sitzen lassen einfach. Der Sarazza ist bei einer Polizeiwache, wo ein Helikopterlandeplatz ist. Weißt du, wo das ist? Boah, hier ist nichts drin in der Kiste. Sag mal ruhig. Am Rucksack. Der hört uns nicht. Der hat nur die Zunge draus. Weil der Sarazza geht doch einfach mal auf die Map und sagt... Ja, ich bin gerade dabei, ich zoome gerade ran. Boah, ist das geil aus. Hätte uns hin. Alter, ich bin hier bei der Polizei, beim Polizeihauptquartier. Ja, da war ich. Ja, eins wollte ich euch nur sagen, es gibt nur komische Leute hier bei Ort. Ich komme zum, wohin müssen wir denn? Wir brauchen Geld. Wie kriegen wir jetzt Geld, lieber Flo? Am Geldautomat Polizei, Polizeipräsidium fahren, das ist in einer anderen Richtung. Aber ich habe doch noch nichts verdient. Doch, du kriegst alle 5 Minuten. Das ist auch der Sarazza. Ach cool, dann machen wir das doch mal. Gehe ich mal gerade hier, kommt jetzt zum Polizeihauptquartier. Ist schön, ist auch richtig schön hier. Das sieht so geil aus, gerade mit der Sonne, ne? Ja, das ist echt nice. Sieht aus, als würde gerade eine Bombe fallen. Hammergeil, ja. Die schöne Stadt in Sonnenuntergang. Na nü? Wo sind die anderen? Also grafisch ist das natürlich erste Klasse. Man sieht aber hier und da noch ewig viele Glitches. Genau, ich bin bei der Polizeizentrale. Bewusst denn hier bitte ein Geldautomat? Kannst du zur Polizeizentrale fahren? Muss man echt fahren? Ah, natürlich doch. Ich spür heute mal Taxi. Ah, du bist doch netter. Sag mal dein Nickname. Das ist der ETM. Alles klar. Ich habe 6400. Jetzt hat der Waller reingeredet. Jetzt weiß ich nicht mehr sein Nickname. Okay. Ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Ja, das stimmt. Ist ja auch nicht deine Schuld gewesen, sondern vielmehr. Ja, es tut mir leid. Ich frage mich gerade, wie man auf Nachrichten antworten kann. Okay. Ich würde dem Admin gerne mal zurückschreiben. Ich habe 5400 Dollar. Aber meine Waffe haben die mir genommen. Wir kommen jetzt gerade hier zu dir gefahren. Der Grungo nicht. Wir sind hier in so einem. Mehr so Taxi-Service. Cool, ich will gerne wieder mit euch spielen, das würde mich freuen. Hier ist auch so eine Schranke bei der Polizeistation. Ja. Ich will mal das Video anschauen, was ihr da fabriziert. Ach, nee, das will ich lieber nicht machen. Der Flo ist hier, der Slay Massive. Der andere Slay Massive, nicht der Benny Slay Massive, sondern der Flo, für die, die es nicht wissen. Sich wundern, das ist der Florian. Ein WG-Bewohner mit dem Benny und ein guter Kumpel auch. Lässt der Truck uns nicht weiter. Auch ein richtig nettes Kerlchen. Ebenfalls wird dieses Video auch zu sehen sein auf dem Channel Slay Massive, Mafuyu und Bronx sowie Sarazza. Was auch ganz gut ist bei dem Game, glaube ich, weil da kannst du echt jedes Video, weil wir alle anders was machen. So, ich muss ja mal ganz kurz gucken, wie man Nachrichten beantwortet. Wir warten hier auf euch. Seid ihr unterwegs? Ja, wir sind unterwegs. Also wir sind jetzt gerade hier vor der Polizeizentrale. Ich verstehe nicht, was er sagt. Ah, jetzt fahren wir wieder. Schon gut, Walle. Wir fahren jetzt gerade zu euch hin. Das mit den Geldautomaten habe ich jetzt gecheckt. Falls ich euch gerade was erzählen darf und jemandem reinquatsche. Erzähl ruhig. Ihr müsst da einfach hingehen, dann withdraw und dann könnt ihr einfach Geld, Kohle ziehen. Also ganz easy wie immer. Können wir da auch einzahlen? 100.000 oder so? Ich denke ja. Kann man auch, ja. Gemein, oh Pechvogel, ist mir leid. Hast du das Geld noch? Was soll ich denn damit sonst gemacht haben? Ja, weiß ich ja nicht. Kann ja sein, dass sie es abgenommen haben. Die haben dich ja eingeknastet. Nee, haben sie nicht, aber ich habe ein Ticket über 2.000 bekommen dafür, dass ich nichts gemacht habe. Was wäre gewesen, wenn du es nicht gezahlt hättest? Weiß ich nicht, ich wollte mich ja zuerst weigern. Ey, das war, die haben das einfach gedacht, ein bisschen mies. Ich glaube, die haben gar nicht gemerkt, dass ich den einen Korb wirklich erwischt habe. Ich dachte, die hätten nur in die Luft geschossen, weil kann mir keiner erzählen, dass ich dann 1.000er-Ticket kriege. Seid ihr das in diesem hässlichen Auto? Ja, wir sind gerade angekommen. Vielen Dank. Ach, so weiß ich es gar nicht. Wollt ihr mitfahren? Dankeschön. Alle rein, ne? Wir gehen zu Fuß. Der Even will uns was zeigen, meint er gerade. Der Even meinte, haltet mal an, der will uns was zeigen. Wir steigen mal aus, ne?
Ich komme hier auch gerade nicht raus. Ich komme hier nicht aus dem Auto raus. Mittlere Maustaste, Ego-Perspektive, mittlere Maustaste. Auch aussteigen. Ah, jetzt. Boah, ist ein bisschen kompliziert. Danke dir. Also, es tut mir leid an alle Danke Zuschauer, dir. Die sagen, was seid ihr für Noobs? Ja, wir müssen uns hier erstmal reinfuchsen. Ah, aber ist die Steuerung. Oh, Planation wurde umgefahren. Dennis! Der Dennis ist tot! Hat er was zum Looten? Eine Waffe, nimm dir mal meine Waffe. Du hast ja gar nichts im Rucksack drinne. Doch, eine Waffe habe ich da drin. Ich habe da eine Waffe drin. Oh. Nee, ich habe die Sachen extra nicht im Rucksack, weil dann kann sie dir keiner klauen. Du kannst auch an der Person immer eine gewisse Anzahl Sachen tragen. Ist das scheiße. Ich wurde von meinem Taxifahrer überfahren. Hier, guck mal, der Turtle schon wieder am Phasen. Was ist denn mit dem los, Alter? Der dreht doch durch, dem steigt die Macht zu Kopf. So. Hier liegen auch Sachen auf dem Boden rum. Was ist denn das hier? Oh, einfach ein Stein. Schön. Hallo. Das ist ein Straßenschild, was da rausguckt. Ja, das ist sehr glitchy. Also teilweise ist es wirklich noch so ein bisschen... Das ist doch, das sieht ja aus wie ein Ford Streetcar. Jetzt ist der Dennis gestorben. Könnt ihr noch kurz warten? Ich bin fast an der Polizei. Man kann deine Sachen nicht, also okay, ich hab nicht die Waffe von Dennis. Habt ihr die? Nee. Ich stell mich mal in die Straßenecke mit der Palme hier, wo wir da war gar kein Rucksack. Ich glaube, ich müsste mir mal einen Rucksack kaufen. Können wir mal einen Rucksack kaufen, alle? Führ uns da doch mal hin, Flo. Und schon wieder der Evolver. Wenn der Dennis wieder da ist, gehen wir da hin. Ich bin da. Seht ihr mich? Wir müssen ja auch echt mal zum Apfelfeld und sowas alles. Wir brauchen echt Ja, wir müssen mal langsam anfangen. Wo ist denn der Geldautomat, Walle? Wo ist denn der Geldautomat? Ist das der da? Zeige ich dir, es gibt mehrere. Los geht's. Es gibt hier direkt auch einen. Das ist aber der Geldautomat. Hier ist auch ein Geldautomat. Folge mir. Ja. Hä? Wo bist du denn? Rückwärts. Ach, da. Ich gehe so lang, weil ich auf der Karte lang gehe gerade. Geil, dann werde ich den. Mit K könnt ihr übrigens einen Kompass öffnen, ne? Mit K. Ich stehe hinterm Geldautomaten. Hinterm Geld. Da müsste hier irgendwo sein, ne? Ach, ist das hier ein Geldautomat? Ja, das ist der Geldautomat. Hightech-Uhr. Geil. So, ja, okay. Also ich habe 8000 oder was? Ich habe 6000 irgendwas, weiß ich nicht. Du kriegst ja alle 5 Minuten Geld, du hast wahrscheinlich wieder was bekommen auch. Guck mal hier in das Haus rein gerade, mal gucken, was es da gibt kurz. In so einem Haus hatte ich mich ja versteckt und dann wurde ich erschossen. Ich habe null deposited. Ich habe Gamer Freak jetzt $400 geschenkt, ich Trottel. Wo muss ich denn, warum das denn? Weil ich auf Transfer gedrückt habe und der Heidi ist da unten. Da, wo muss ich jetzt drauf? Auf White Draw? Ah, okay. Also, Withdraw ist abheben und Deposit ist einzahlen. Also, ich brauche langsam mal was zu futtern und was zu trinken. Ich habe Hunger. Also, ja, habe ich jetzt jemanden gerade Geld geschenkt. Ja, so, also ich habe notfalls noch einen kleinen Obolus. Danke, Pechvogel, für das Sponsern dieses Let's Plays. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ja, du kannst uns echt mal allen die Sachen kaufen direkt, hier die Lizenzen und so. Ich habe jetzt 100.000 erstmal eingezahlt, aber ich dachte, wir machen erstmal mit Apfelpflücken den ganzen Wie kannst du mir Geld geben? Weiß ich nicht, probier mal das gerade mal aus in dieser ruhigen Minute. Du kannst es, glaube ich, droppen, so, das bist oder? Du, ne? Ich müsste dir doch auch sowas geben können, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wo das Geld angezeigt wird. Sorry, dass wir das alles noch nicht wissen, aber wir müssen uns halt einfinden erstmal in das Spiel. Jeder fängt mal an, ne? So ist es ja. Kennt ihr selber? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo das Geld... Wenn ich I mache, habe ich da keine Kohle drin. Z, nicht I? Z, ja. Z, okay. Ja, das und dann GIF kannst du machen. GIF? Und dann kannst du wählen. Ja, kannst du mich wählen und dann kannst du mir direkt 200.000 geben. Ich hab den Dollar gegeben. Gerne mal. Komm, Benni, boah! Flo, gib dem... Ich hab leider 100.000 gerade eingezahlt. Gib dem Sarazador auch mal einen Dollar. Huch. 5.000? Mehr bin ich dir nicht wert, dafür, dass ich hier eine Stunde mit dir spiele. Dafür musst du ja noch mal ganz kurz mit in die Gasse kommen, für die 5.000. Nicht, dass der Polizist das gleich wieder sieht. Das tracken die bestimmt alles. Aber die haben ja selber gesagt, wenn ein Spieler das verliert und ein anderer hebt das auf, dann ist es okay. Haben sie vorhin noch gesagt. Da wollen wir zum Apfelfeld. Tut mir leid, Pechvogel. Ja, warum haben die dich dann eingebuchtet? Das frage ich mich dann. Ja, weil ich habe ja nichts. Ich habe ja wirklich gar nichts gemacht. Die haben gesagt, ich hätte jemanden irgendwie, weiß ich nicht, getötet. Vielleicht den Benny. Nee, Entschuldigung, den Flo. Aber der hat mich ja nicht angezeigt. Okay, ich habe ja, dann zahle ich jetzt ein paar wieder ein, lieber. Wie viel braucht man denn so, Flo, für so einen Rucksack? Den Rucksack so 2.000, 3.000. Rucksack für $3.000. Was ist denn da drin? Alter, da gucke ich den Dennis an mit deinem. Machen. Hier ist übrigens mal die Charaktere zu zeigen. Das hier ist der Dennis. Achso. Guck mich mal an, Dennis. Voll die Muttermale. So, ja. Das ist der Dennis. Das ist der Dennis, ja? Ja, gib mir eine Kopfnuss. Das hier ist der Gregor. Der hat auch schon. Alter, das war die Akne. Ja, die sind extra. So, dann ziehe ich die gerade wieder ab vom Bankaccount. So. Kann ich dir die einfach mal ausdrücken? Wie krass detailliert das ist, Alter. Ja. Ich kann so nah an den Gronkh reingehen. Das ist aber echt mega detailliert, muss man einfach mal sagen. Ja. Hallo, Gronkh. Nur die Haare sehen ein bisschen schmalzig aus. Hallo.
Guck mal, der verdient sich seine 5000 wenigstens. Ja, komm, gib mir noch 10. Okay, jetzt lass mal hier zur Potte kommen, ey, sonst sehe ich schon die Kommentare wieder. Warte mal gerade, stopp, ich will ein schönes Foto schießen von dir, Grom. Oh, komm, stell dich mal einmal hin. Einmal ein Foto schießen hier. Komm, ich bin Presse, ich bin von der Presse, ihr wisst Bescheid. Wo bist du denn? Ach so. Ja, bleib einfach schön stehen hier, das ist, sieht alles cool aus hier. Ja, Hammer. Richtig geil. Soll ich noch lustige Bewegungen machen? Ja. So, ich bin dafür, dass wir zum Marktplatz und mal hier, gehen. Und hier, nochmal hier, der Play Nation. Hier, der macht das für seine Thumbnails bestimmt die ganze Zeit, damit er es ausschneiden kann. Genau. Der Alan. Siehst du? Ich kenne dich. So, was machen wir? Auf zum Marktplatz oder? Weil ich es irgendwie cool finde. So oder wir gehen Äpfel pflücken irgendwo. Ich will zum Marktplatz dann ein bisschen ausrüsten und vom Marktplatz mal Wasser kaufen. Ihr müsst euch am Marktplatz mal Wasser kaufen. Sonst ich habe auch Saudurst gerade, hast du recht. Okay, Slam Massive. Nee, wir müssen uns Wasser kaufen und wir müssen uns unbedingt, was noch viel wichtiger ist, Kommt, keine Müdigkeit vorschützen. Hopp. Ja, ich hab noch, ich hab 90, was heißt das, Essen? Oh, ich hab 65 Essen nur noch. Oh. Du bist gestorben gerade, ne, deswegen wahrscheinlich. Lauf, hab ich 85, okay. Müssen wir nicht mal ein paar Häuser auch looten hier, also da rein und sowas? 45 trinken nur noch. Oh, die Cops schon wieder. Och nö. Mit denen kriegen wir nur Probleme. Was denn diesmal? Scheiße. Was ist denn da los? Ich habe gerade eine E-Mail vom Gamer Freak bekommen. Warum hast du mir $400 gegeben? Bin Cop, ist das etwa Bestechungsgeld? Alter. Du kriegst es direkt wieder. Wie kann man denn darauf antworten? Ja, das weiß ich auch nicht. Das frage ich mich die ganze Zeit. Wenn wir alles noch... Oh, da eher gut. Hier wird wir können leider nicht auf die Kommentare reagieren, weil wir die Folgen ein bisschen vorproduziert haben. Die Straßenschilder sind auch geil. Ja, so sind die doch in Köln immer. Die zweite Folge. Ja. die sind aber wahrscheinlich von den Autos weggehauen worden. Und jetzt kommt mal ganz hier hinten hin. Ja? Ja. Genau, hier könnt ihr Wasser und Nahrung und so kaufen. Ah, Gott sei Dank. Krass. Ah, das ist ja richtig cool. Hey, ich habe ja noch eine Aprikose. Warte mal, in Red Gull gibt's auch für $1,500. Hey, Tactical Bacon? Alter, wie teuer ist denn das? Dann nehme ich lieber Rattenfleisch. Rabbit Meat ist ja kein Ratte, sondern Hase. Ein Apfel. Gutes Rattenfleisch. Apple, $65. Ich glaube, ich bleib am Apfel, oder? Ja, ich habe mir auch. Nur ein Äpfelchen, das ist aber wenig. Wo sehe ich die Sachen jetzt, Flo? Auch mit Z wieder und da kannst du sie auch benutzen dann. Ach so. Ich habe immer 10 Äpfel gekauft und 10 Wasser. Ich habe mir das Inventar auf Tab gelegt. Use. Das ist wahrscheinlich besser. Ah, das bringt aber nicht so viel, so ein Apfel. Jetzt habe ich erstmal gerade wieder 85. Also Wasser geht sofort auf 100. Super. Ja, aber 85 reißt davor. Ah, ein Apfel bringt 10, das geht eigentlich auch. Ja, geht, ne? Was ist denn das? Cellphone. Guck mal, was ist. So, ich probiere mal gerade was aus. Hier los. Warum liegt denn der Baum hier? Ach krass, das Rabbit Meat ist besser. Hey, hast du Geld? Oh, ich bin ein bisschen überfressen. Was? Alter. Warte, der holt hier gerade Geld. Hilfe. Wir wollen da dealen wieder irgendwas. Gronkh. Kein Geld. Ein Quadbike kostet nur 3.750. Natürlich, YouTube-Money. Dann kaufe ich mir auch eins. So. Faker. Ich muss den Dennis am Bahnhof verkaufen, Alter, da habe ich kein Geld. Wie die Faker denn so, ist egal. So, wollen wir weiter jetzt hier? Wir müssen ein bisschen zum Bahnhof. Da ist ein Auto am Spawnpoint. Am besten holt ihr euch alle noch einen Rucksack und zwar bei dem, Typen hier. Ich gehe überhaupt mal alle ab. Ich guck mal, was die alles haben hier. Ja, General Store. Genau. Fernglas Werkzeug, ist auch ganz gut, oder? Erste Hilfekasten. Hier. Was redet ihr denn da? Gibt's aber keinen. Nehmen wir auch mal gerade anders an. So, hier muss ich hin. Bei da, wo ich bin, genau. Ja. Und wenn du dann auf Clothing gehst, da kannst du auch Backpacks auswählen. Ah, geile Klamotten, Hunter Cream. Ach geil, man kann auch Klamotten kaufen. Genau. Ja, so sieht irgendwie mein Charakter aus hier. Nach und nach gefällt mir diese Mod echt gut hier, muss ich echt mal sagen. Ohne Scheiß, Hammer. Ein Auto. Nee, wir haben noch gerade das angefangen, das ist ziemlich stylisch. Guck mal, sieht gut aus, oder? Wollt ihr mal sehen? Oh, sieht geil aus, sieht ein bisschen abgeranzt aus, aber. Ja, aber cool, das kennen ja nicht anders von mir, ne? Ach, das ist ja geil, man sieht ja sofort, was man sich da kauft. Ein bisschen pennerlastig ist es so, ne? Von vorne sieht es auf jeden Fall besser aus als von hinten, muss ich ehrlich sagen. Ich guck mal, was noch weiter ist. Hat man die Klamotten nachher noch? So sieht das aus. Wer? Ich? Nee, du viel nicht. Zu warm. Ach so. Oh, das sind ganz geile Sachen dabei, warm bei dem Wetter. Ne, ja. Ich gehört, dass hier ist Diskriminierung. Die sagen alle, ich sehe nicht schick aus, ja? Wer bist du denn? So, habe ich das automatisch an?
Ja? Ja. Kann man die auch wechseln? Ach, Hüte, ja? gibt's ja auch noch. Ja. Ach krass, geil. Alter. Boah. Bei den Hüten sind echt lustige Sachen dabei. Ein mega geil. Ich muss mal gerade zu dem Shop gehen, weil jetzt stehen wieder so viele Spieler im Weg. Irgendein Polizist in der Nähe? Oh, da gibt's wieder Stress da vorne. So, jetzt kann man das auch mal zeigen. Was machen die denn da schon wieder? Hallo, der Kron hat mich bestohlen. Kann es sein, dass es keine... Ach ja, ich hab alle bestohlen, Alter. Der ganze Welt hat mich bestohlen. Ich hab aus Versehen jemanden angefahren und stell mich selber. Hey, rally up! Aus Versehen. Aus Versehen. Ah, ist vor mein Auto gelaufen. Trotzdem. Das ist geil. Das ist irgendwie geil. Ja, dann nehme ich mal Liste. Der hat mich mit Absicht umgefahren. Der hat mich mit Absicht umgefahren. Scherz. Das ist so ein Arschloch. Scherz. Wird jetzt abgeführt? Ja, wegen dir, Alter. Okay, die Hetze nicht so geil, ne? Oder? Ich weiß nicht. Was du machen möchtest. Geht so. Lass. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt so einen normalen Hut. Aber eine Hose, eine einzelne Hose kann man sich irgendwie nicht kaufen, oder? Dann stellt er sich die ganze Zeit vor mich, der Kajal. So, genau, danke schön. Ich hab die Liste genommen, alles okay. What's your position? Alles klar, danke. What's your position? It's Pole. Ich sehe doch schon ganz cool aus. Ja, der ist schon ganz geil. Heisenberg, Alter. Wer? Four. Return to formation. Ich glaube, ich kaufe das auch die ganze Zeit, ne, so zwischendurch. Und der Rucksack ist halt wichtig, dass ihr einen dabei habt. Boah, das hat. Nervt aber, dass man immer aus dem Menü raus muss, ne? Guck mal, ja. So ist auch stylisch, oder? Guck mal, Gronkho. Warte, warte. Ja, du siehst jetzt echt cool. Boah. Geil aus, meine Klamotten, ne? Boah, das ist ja teuer, aber die Westen sind ja mega teuer. Guck mal, wie ich aussehe. Alter, voll der Touri, ey. Ich bin der Sarazar, ich zeige Ihnen diese Welt. Aber hast du dir so ein komplettes Set geholt? Ich bin von der Presse. Ja. Jetzt geht das schon wieder los. Sarazar, er und seine Presse. Ich mach hier Fotos von euch gerade. So, ich bin ausgestattet. Kronk und Dennis beim Shoppen. Wie siehst du denn aus, Alter? Mad Max oder was? Na ja, natürlich. Alter Sarazar, und ich sehe aus, als müsstest du eine Versicherung kaufen. Ja. Alter, wie viel Geld ist hier denn? Ja, Drogenbaron, Alter. Der rennt in so rum, das sind ja nur irgendwelche... So. Guck mal, wie cool ich aussehe, Ladies and Gentlemen. Heisenberg-Style, Alter. Guck mal hier. Heisenberg-Style. Ja, Alter, wir könnten Partner sein im Business, meine ich. Partner in Crime. Sollen wir alle so pennermäßig rumlaufen? Am Anfang hatte ich ja auch so was pennermäßiges ausgesucht. Wo sehen wir denn pennermäßig aus? Wir sehen voll aus wie so eine Elite-Gruppe hier, was willst du? Naja, so eine Elite-Gruppe, die sich so Geh mal da hinten zu den... Ne, ich geh mich jetzt beschweren. Hier, was Beleidigung, wo ist der Polizist? Kronk, was hast du schon alles gesagt? Der Sarazar hat mich beleidigt, der Polizist. Was hab ich? Der sagt, ich sehe aus wie ein Penner. Nee, das ist nur vom Oberteil. Ah, okay. Fanboys hier. Warte mal, was? Was sagt der? Was? Keine Ahnung. Es gibt Probleme. Die scheiß Fanboys hier. Bitte noch einmal wiederholen, PlayNation. Fanboys. Ach, scheiß Fanboys, ja. Der hat mich beleidigt. Der hat gesagt, ich sehe aus wie ein Penner mit meinen Klamotten. Ich fühle mich persönlich beleidigt. Hat aber recht. Hat aber irgendwie. Ja, genau, habe ich auch. Können Sie mal bitte was machen? Geil, dass Sie Lippen bewegen. Gucken Sie mal, der nimmt Sie auch gar nicht ernst hier. Gar nicht ernst hier. Hä? Warum werde ich jetzt verletzt? Hier, bitteschön. Ich glaube, du wirst gerade festgenommen. Entschuldige dich doch mal bitte. Nö, dafür muss ich mich echt nicht entschuldigen. Du siehst aus wie ein Penner. Sehen Sie, er gibt's doch zu. Ja, also bitte, es wird... Es wird ja wohl nicht verboten sein, jemanden seines Aussehens. Ich sag dir auch, du hast schöne Haare. Da knastest du mich nicht ein, Herr Polizist. Geht's ab in Knast. Hau drücken, Sarazar. Hau drücken. Jo. Vielen Dank. Nach der Seite. Ich hab grad gehört, gib mir mal Geld, was? Da hinten bettelt jemand. Ach so. Ich sollte echt Polizist werden, oder? Ich verfolge euch alle hier. Ich bin die Stasi von. Oh nee, bloß nicht. Du solltest Petze werden. Bloß nicht, geil, die Antwort von mir. Kann man die auch Emotes machen, so wie bei Daisy Händeklatschen oder sowas? Geht das? Nee, ich glaub nicht. Es geht nur bei anderen Modus. Schade, weil bei Daisy kann man mit dem Finger auf jemanden zeigen. Das wäre bestimmt lustig. Ja, man kann auch den Mittelfinger in der Luft heben. Wie denn? One, rally up! Geht hier nicht. Okay. Aber Dennis, hat deine Bestechung eigentlich geklappt vorhin? Hätte ich das schon längst gemacht? Die nehmen ja sogar wegen Beleidigung fest. Ach krass, das wusste ich auch nicht. Oh, nimmst du mich jetzt mit?
Ja genau, was war das eigentlich für ein Bestechungsgeld? Ich habe beim Kontoautomaten, ich wollte mir Geld abheben und habe dann ausgesehen auf Überweisen gemacht. Anstatt mir das selber zu überweisen. Es tut mir natürlich leid, Herr Polizist. Jetzt ist es aus Versehen plötzlich. Der hat 100.000 auf seinem Konto. Aber das bedeutet, dass dir das Geld sozusagen fehlt? Mir fehlt das Geld, die 100.000, das stimmt, die hat er mir geklaut. Ich meine die 400, die du mir geschickt hast. Ach nee, das ist ein Peanuts. Der hat ja genug ercheatet. Ansonsten würde ich jetzt ihn zurückerstatten. Den Gronkh dreh nicht mal zu mir. Ich will ein Foto von dir machen. Der Gronkh ist voll der Nette. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Wo bist du denn? Bleib mal stehen einfach. Ich will hier direkt bei dir. Aber Parken auf dem Marktplatz ist immer noch verboten. Parken auf dem Parkplatz ist verboten. Fahren Sie mal Ihr Fahrzeug bitte sofort weg. Ja, sonst rast ich gleich aus hier. Weg mit der Karre sofort. Merkst du das, Dennis? Die siezen dich alle. Leute, ich Polizist, ich bin der Drogenbaro. Hier ist ein Polizist. Ich bin der Officer. Alter, hier sieht super geil aus. Alter, das sieht so geil aus. Cool, hier geht's eigentlich. Performance-technisch ganz okay. Aber wir machen hier gar nichts im Let's Play, ne? Wir sind hier einfach die ganze Zeit. Alter, ich würde sagen, ja, aber ist doch geil. Ich weiß nicht. Das ist halt irgendwie eine Simulation wie so einer Stadt im echten Leben. Und alle müssen irgendwie ums Überleben kämpfen, weil es keine Kohle gibt. Ja, der Gronkh hat ja Knete. Was? Ich hab gar nichts. Alter, wir müssen uns jetzt eine Waffenlizenz holen, oder? Was haltet ihr davon? Eine Waffenlizenz? Ja, ich brauche aber jetzt noch einen Rucksack. Wo kriege ich einen Rucksack? Und ich würde gerne Äpfelchen beim Klamottentypen hier, wo wir vorhin waren. Was haltet ihr denn davon, wenn wir hier nochmal einen Folgenpause machen und in der nächsten Folge richtig durchstarten mit Looten? Ja, finde ich auch eine gute Idee. Aber lass mich ganz kurz nochmal hier Backpacks gucken. Ich muss gleich... Man sollte immer den größten nehmen, ne? Ich muss gleich Starbomb mit dem Tobi aufnehmen. Kann ich nicht weiter vertrösten. Er hat nämlich Geburtstag heute während der Aufnahme, weißt du? Ein Völkchen kriegen wir doch noch hin, oder? Ein kurzes 20 Minuten Völkchen, komm Gronkh. Ah, na gut, ist ja... Ich hab gesagt 19.30, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, ist ja gerade 18.53 Uhr. Guck mal kurz auf meine Uhr. Ja, stimmt schon. Aber nochmal ganz kurz an alle, die dieses Let's Play gucken. Nehmt es uns nicht übel, wenn wir ein bisschen Quatsch machen und das manchmal nicht ein bisschen ernst nehmen. Aber es entstehen teilweise auch lustige Situationen hier. Ja, und wir finden uns ja gerade da rein, wie bei Daisy. Und ich muss sagen, es hat ein bisschen was Experimentelles mit diesem Spiel. Geil, ich find's Hammer. Irgendwie gefällt's mir voll gut. Einfach mal was ganz anderes. Herr Polizist, da parkt jemand wieder auf dem Markt. Ich will ja nicht jemanden hier anschwärzen, aber da hinten gucken Sie mal. Dennis BD hat schon die krasseste Pet wurde gerade. Alle lieben Petzen. Alle lieben Petzen. Ich finde das so krass, dass die da auch reagieren auf die Polizisten. Aber echt so. Gronkh, du bist ein Petzen. Gronkh, du bist der Kletze, der den Gronkh. Hä, ich hab doch gar nichts gesagt. Du mal klären. Ja, Gronkh, hör mal auf jetzt damit. Ich brauche eine Quadbike, brauche ich eine License für. Aber nochmal mein Gronkh, die Art sich start. Die License hast du gerade. So richtig geil gemacht, muss ich echt mal sagen. Drück mal auf sehr cool. Oder auf da Menü bei dir, dann müsst ihr ich hab no Licenses. Oh, der arme Pechvogel. Kann ich ja mal so weitergeben. So, machen wir hier ein Folgenpäuschen, oder? Alles würde ich sagen. In der nächsten Folge starten wir durch und vielen Dank fürs Zuschauen. Hier ruckelt's auch gerade. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, das war doch eigentlich ziemlich lustig. Ey, es ist echt ein ganz krasses Experiment, dieses Spiel. Und ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Ich bin natürlich gespannt, wie das noch entwickelt wird und sich alles hier entwickelt, wenn wir dann mal auf die Drogenplantagen gehen und uns vielleicht nicht mehr so nett den Polizisten verhalten. Vor allen Dingen, wenn wir richtig anfangen. Wir müssen echt mal anfangen, so ein paar Äpfel zu pflücken, ein bisschen Geld zu verdienen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Holen wir uns auch so eine geile Hütte da oben. Ne? Alles klar, bis zur nächsten Folge und Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. But now I'm going up, I'm moving higher than anywhere that I've been before. I'm flying, man. It's kind of crazy, like my feet are lifting off the ground. I'm touching heaven with my hands now to get the sound. But though I'm flying, my head is still level and I won't be bound down to hear the whispers of the devil. Now the future is here and it looks real bright and it can be yours too if you set your path right. I know life can be hard, but you were put here to win. Just refuse to quit when you're down and get back up again. Man, I used to write my music from my tiny bedroom. And though I dreamt of being free, I felt trapped like in a tomb. And even though the times were dark and I could barely even see through all the tears, I sit and pen, weave out my